Ja, du. Sesse. Ja, Mann. Check. Sesse. Ja, Mann. Der Teufel badet in dem Blut deiner Narben. Ich gieße die pechschwarze Rose, die in meiner Seele verwelkt. Die Menschen, sie sehen dich weinen, doch keiner möchte dich zu dir gesellen. Du fütterst die Hunde, sie beißen die Hand, es ist deine Schuld, du hast sie selbst gewillt. Die blutigen Tränen, sie füllen das tote Herz. Wir Menschen, wir denken an Sachen, die uns gerade fehlen, doch nicht, was wir haben. Es klingt sehr paradox, doch ich habe einen sehr großen Sabre, doch hast es zu warten. Mich zeichnen die Taten und nicht, was ich sage. Massam ist da hier, Kalma, du mach dich vor Maka, ich chill mit keinem Hypokrit. Der Teufel, er möchte dich zu schlechten Sachen bringen, weil du gerade in der Krise lebst. Die Scheine, die in meiner Tasche sind, verschwinden schnell, weil ich leider kaum Scheine sehe. Meine Texte sind hochrhetorisch, kann sein, dass es keiner versteht. Meine exorbitante Begabung führt mich durch die sehr schönen Wege hoch zu einem Daimler-Emblem. Vertrauen ist die süßeste Beere, doch die Menschen haben sie leider vergiftet. Personen, die Wert auf Charakter bepflanzen, sind lange Geschichte. Das Leben ist Hürde und Trist, Menschen begehen Suizid. Die Hoffnung ist lange verdorben, trotzdem spricht dennoch sein letztes Gebet. Ich hab zu viele Probleme, doch finde es dennoch verlockend, wie ich mit fatalen Erlebnissen leb. 80% deiner Freunde sind indifferent und die 20%, sie planen, dass du in Probleme gerätst. Die Enttäuschung hat sehr großen Anteil an unserem Leben und baut uns damit eine sehr große Festung. Bis in die Nacht, Skizze für Skizze, ich geh an das Limit und mach die Musik zu meinem Pensum. Ich form meinen Charakter zu einer Bastion und bewache sie mit den Dämonen, welche die Menschen mir schenken. Meine Lyrik hat niemals einen Anspruch an Dummes, ich nehme dich mit auf eine Reise Rhetorik. Die Probleme und Sorgen der reichen Personen, sie trösten die Armen. Wir gehen diesen Menschen ins Bett, wenn deren Gebete nicht da sind. Connecte mit wenig Personen, so werd ich nicht öfter verraten. Ein Dichter, er könnte tausende Bücher verfassen anhand meiner Narben. Es gab Sachen, die ich nicht bewältigen konnte, die Lasten, ich konnte sie nicht tragen. Ja, Mann, check, Erdo. Ja,